Gregor. Hallo. 2015 war für dich kein so leichtes Jahr. Du hattest einen Radsturz gleich zu Beginn und bist dann nicht so richtig in Tritt gekommen. Mit welchen Gefühlen bist du jetzt hier in die Emirate gereist? Ja, also 2015, letztes Jahr, ist mir noch gut in Erinnerung. Und ja, das war so ein bisschen so, ja, der Anfang vom Ende, so möchte ich es mal im Nachhinein beschreiben. Und ja, ich hoffe, dass sich jetzt hier so der Kreis schließt. Jetzt bin ich wieder in Abu Dhabi, frisch vorbereitet, voller Motivation und möchte alles wieder zum Guten drehen. Du hast eigentlich einen sehr selbstbewussten Eindruck, wenn man dich hier sieht. Hat das bestimmte Gründe? Das freut mich, dass ich so rüberkomme. Aber vom Prinzip her, ich bin gut vorbereitet. Ich habe eigentlich alles getan, was so in meiner Macht lag, was ich tun konnte. Und jetzt bleibt es eigentlich nur abzuwarten und im Wettkampf alles zu zeigen, was ich kann. Und dann denke ich mal, wird schon was Gutes rauskommen, wenn das Glück auch mitspielt. Du hast ja schon auch ein paar Maßnahmen ergriffen im Vergleich zu letztem Jahr. Auch im privaten Umfeld hat sich ein bisschen was geändert. Sind das alles vielleicht Faktoren, die jetzt dich positiv beeinflussen? Ja, also es hat sich natürlich, also ich habe ja auch viele Veränderungen gesucht. Natürlich privat geheiratet, also schon mal mich auch dort gefestigt, ein bisschen ruhige Gewässer eingefahren. Und natürlich auch die Trainingsgruppe und meinen Trainer gewechselt, was viele verschiedene Gründe hatte. Hauptsächlich habe ich gespürt, ich brauche einfach nochmal, um nochmal so richtig aufzufahren und nochmal so richtig viel Motivation zu tanken, ich brauchte mal Veränderung. Und das auch ein bisschen mehr als nur so vielleicht ein, zwei Sachen im Training ändern. Ich brauchte nochmal einen Umgebungswechsel und ja, den habe ich bekommen und ich denke, es hat mir auch sehr gut getan. Genau, die Trainingsgruppe ist eigentlich so ein bisschen der entscheidende Punkt vielleicht. Der Joel Fiol, so heißt er, glaubt der Kollege aus Kanada, ist ja kein Unbekannter in der Szene, hat schon den ersten Olympiasieger, den Herrn Whitfield, trainiert die Brownlees. Was genau macht er anders, kann man das sagen? Also der allergrößte Unterschied ist, dass er unabhängig arbeitet. Das klingt zwar immer ein bisschen blöd, das würde so klingen, als würden Verbandstrainer irgendwie fremdbestimmt sein. Das sind sie natürlich nicht, aber sie müssen natürlich auf ganz andere Sachen Rücksicht nehmen, was man im ersten Moment gar nicht so denkt. Und irgendwo hat sich da Joe Filio natürlich neben der ganzen Erfahrung, die er gesammelt hat, mit all den Stars, mit denen er schon zusammengearbeitet hat, jetzt irgendwo eine Gruppe aufgebaut und auch eine Umgebung selbst geschaffen, die ihnen natürlich am meisten entgegenkommt. Und ich denke mal, das ist schon ein riesen Vorteil auch für einen Trainer, wenn er recht kompromisslos auch so sein Programm durchziehen kann. Du hast mal gesagt, er trainiert vielleicht mit weniger Schnickschnack. Also was bedeutet das? Also ist es vielleicht einfaches, gutes Training? Was stellt man sich da vor? Puh, ich sag mal, ja, es ist ja immer schwer. Ich werde immer gefragt, was ist denn jetzt nun anders? Trainieren Sie härter? Was ist los? Im Endeffekt ging es ja bei mir genauso. Ich wollte halt auch schauen, okay, was wird dort gemacht? Ich hab den Erfolg immer gesehen in der Gruppe und wollte danach schauen, okay, was ist da los? Und ja, es ist immer so, man kann nicht sagen, okay, wir trainieren härter oder mehr oder weniger. Letztendlich, wenn man das alles zusammenrechnen würde, wäre es schon gleich. Was ich aber sagen muss, ist, dass ja, ich würde es als nüchterner betrachten. Also es ist vielleicht schon mehr auf die, ich sag mal, schnöden Intervalle ist runtergebrochen und die Zeit, die wir trainieren, ist eigentlich sehr effektiv. So wertend ein bisschen gesagt, würde ich sagen, es ist fast eher sogar etwas für den fortgeschrittenen Sportler. Wenn jetzt zum Beispiel ein Junior da hinkommen würde, würde ich sagen, naja, genieß ruhig nochmal irgendwo ein bisschen die Zeit im Verband und nimm ruhig nochmal vielleicht ein bisschen mehr Techniktraining in Anspruch und vielleicht lieber ein bisschen mehr Schnickschnack drumherum. Ich sag mal so, in meinen letzten Zügen, hoffentlich auf dem Weg zur Olympia, passt es jetzt ganz gut. Es sind ja auch Weltklasse-Leute wie der Mario Mola dabei oder der Richard Murray. Sind das vielleicht Punkte, die noch Veränderungen im Training dann mit sich bringen? Ja, auf jeden Fall. Also, die haben natürlich an sich schon ein sehr hohes Leistungsniveau. Das heißt, es ist einfach auch in den intensiven und schnellen Einheiten, und davon haben wir sehr viele, auch einfach immer ein hohes Niveau dort. Das ist natürlich eine große Veränderung.
Das heißt, man muss schon auch öfters mal so in sich hineinhorchen und auch gut überlegen, gehe ich immer mit oder wie gehe ich überhaupt mit dem Training um? Muss ich immer zeigen, dass ich hier der Stärkste und Tollste bin oder muss ich auch mal clever agieren? Das machen aber eigentlich gerade ganz gut. Es sind dort eigentlich jeder ist dort Profi für sich und ja, das sind schon irgendwo, ja, auch irgendwo eine Gruppendynamik, die auf jeden Fall ins Training reinspielt. Ich habe noch irgendwo gelesen, du hast jetzt noch mal mehr alles auf Rio abgestimmt. Ich meine, du warst schon immer Profisportler und hast dein Leben, sage ich jetzt mal, auf Profisport ausgerichtet. Jetzt gezielt für Rio. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, es ist so ein bisschen, man kann eigentlich so sagen, ich habe mich so von dieser realen Welt, die es vielleicht irgendwo da draußen gibt, so ein bisschen abgekapselt und ja, lebe jetzt so ein bisschen so wie in dem Triathlon-Wanderzirkus, ich nenne es jetzt mal einfach mal so, in dieser Gruppe und letztendlich, was wir machen, wir sind eigentlich quasi nur noch im Trainingslager oder ich weiß nicht, was letztlich ist es Trainingsalltag, aber man ist eigentlich so oft von zu Hause weg, dass man eigentlich nur noch in dem dieser Triathlon- und Trainingsumgebung ist. Und das ist, denke ich mal, schon so ein Lebensstil, auch wenn ich schon vorher natürlich immer sehr viel unterwegs war, auch für den Triathlon-Sport. Jetzt ist es eigentlich permanent geworden. Jetzt lebe ich quasi dieses Leben, Hotels, Trainingslager, Triathlon, dass man sagen kann, okay, viel mehr geht da jetzt eigentlich nicht an Eintauchen in diese Welt. Was sagt deine Frau dazu? Sieht die dich noch? Ja, ab und zu sieht sie mich noch. Also ich war schon ab und an mal eine Woche zu Hause, um mal so Wäsche umzupacken. Und ja, wir haben das vorher miteinander besprochen. Und ich sag mal, es ist ja ein begrenzter Zeitraum, wo ich jetzt sagen, ah, die nächsten 10 Jahre mache ich so weiter. Ich glaube, da würde sie nicht ganz so mitgehen. Und ich aber auch nicht. Aber ich sag mal so, wenn man sagt, okay, bis Rio, diese Fokussierung, das ist schon okay. Und ab und an kann sich auch mal Urlaub nehmen. Oder in diesem Winter hat es jetzt bisher einmal geklappt und dann kann sie mich auch einmal begleiten. Letzte Frage, was hast du dir für Samstag vorgenommen? Also auf jeden Fall, ja gut, es ist natürlich immer so ein bisschen, die Quali ist natürlich immer im Hinterkopf. Aber hauptsächlich habe ich für mich formuliert, möchte ich eigentlich das zeigen, was ich eigentlich so auch in meinem Training gezeigt habe. Und einfach im Wettkampf meinen Job machen. Das so gut wie möglich. Und wenn das alles gut klappt, dann kommt das gute Ergebnis und eventuell die Qualifikation von ganz alleine. Von daher möchte ich mich einfach nur darauf konzentrieren, diesen Wettkampf so gut wie es geht zu absolvieren. Wir wünschen dir, dass alles gut klappt und viel Erfolg für Samstag. Dankeschön. Vielen Dank.